Junge, es regnet schon wieder. Wenn das so weitergeht, soll ich von Autos umstellen auf Boote. Hallo Kaufinteressierte, willkommen zur Kaufberatung Land Rover Discovery 3, willkommen beim Altblechschrauber. Ich habe mich heute mal hingesetzt und dachte, ich schreibe mal 261 Wörter auf. Inklusive 261 Wörter und sage etwas zum Discovery 3 bzw. gebe euch eine kleine Tour und eventuell Hilfe zur Kaufhilfe. Ja, also Discovery 3 ist wohl eines der besten Geländefahrzeuge überhaupt im Pkw-Bereich. Es ist ein echtes Arbeitsgerät, also man darf es nicht vergleichen mit irgendwie einem Mercedes M oder, obwohl Mercedes M ist eigentlich auch schon ein richtiges Gerät, aber mit einem SUV oder einem Crossover oder einer Leichenschaukel. Für die damalige Zeit hat dieser Wagen also ein überragendes Offroad-Konzept gehabt. Wir gehen gleich ein bisschen näher drauf ein, aber beispielsweise Terrain, Response, die Luftfederung, Allradsystem, je nach Ausstattung mit diversen Sperren und so weiter. Ist also schon was Ordentliches, man kann auch echt weiter mitfahren und das ist also auch ein Auto, was gerne für Expeditionsfahrten genutzt wird. Auch gerne nicht, aber da kommen wir auch nochmal gleich zu. Es bietet einen hohen Komfort, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. Also man kann damit richtig was bewegen, wenn man möchte. Verbunden mit einem Leiterrahmen ist das also schon ordentlich was zum Arbeiten. Und vor allem bringt auch einiges an Stabilität mit. Die Community, was dieses Auto betrifft, also sei es nun das Internet oder sei es auch so die Leute, die mit diesen Autos fahren, sind also eine ganz eigene Sache und eine ganz, ganz hervorragende Sache. Also ich bin ja eigentlich sonst eher im Bereich Audi unterwegs, VW Audi, wo man also auch sagt, dass da schon eine teilweise echt gute Community ist. Aber bei Land Rover, gerade beim Discovery, habe ich da schon noch eine etwas andere Hausnummer gemacht, erlebt. Und gerade an denjenigen, die ich also kennengelernt habe persönlich, sei es nun beim Teile kaufen oder weiß der Geier was, Die waren schon echt klasse. Ja, die geile Community bringt natürlich auch viele geile andere Sachen mit. Zum Beispiel vieles geiles Zubehör, was man sich ans Auto schrauben kann. Sei es vom Schnorchel, Lightbar, was auch immer. Also es gibt da tausend tolle Sachen, die es also ermöglichen, das Auto nach seinen eigenen Wünschen zu personalisieren und auch abzustimmen auf das, was man vorhat. Ob es nun, ich sag mal, in der Stadt rumeiern ist in Hamburg und sich von irgendwelchen Grünen beschimpfen zu lassen, was man da für eine Umwelt saust oder ob man damit nun in Afrika rumeiert. Was auch wiederum mit sich bringt, dass, soweit ich weiß, keine Teile beim Hersteller entfallen sind. Wiederum Stichwort Audi, Audi A8, Baujahr 2002. Kriegst du einfach ein paar Teile nicht. Und wenn du die brauchst, das Pech gehabt. Was wiederum irgendwie in mir so ein bisschen die Idee weckt, dass dieses Fahrzeug also ein ziemlich langes Leben hat und eigentlich so ein bisschen unsterblich ist, was natürlich auch so ein bisschen den Charme eines Land Rovers ausmacht. Das war das Positive. Ach so, richtig. Es gibt ganze drei Motoren, zwei Benziner, ein 4 Liter V6 mit 219 PS und ein 4,4 Liter V8 mit 299 PS. Die ganzen Dinger scheinen wohl ultra selten zu sein und scheinen wohl auch nicht ganz so oft verkauft worden zu sein, weil eigentlich triffst du nur die Diesel und das sind in dem Fall die 2,7 Liter Common Rail V6 mit 190 PS und einem etwas mangelhaften Ruf. Das war das Positive. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr bedenken müsst, wenn ihr euch so ein Auto kauft im Allgemeinen. Also ihr habt bei Land Rover ein sehr, sehr dünnes Händlernetz, verbunden mit langen Lieferzeiten. Vor dem Brexit hat das also teilweise durchaus Sinn gemacht, sich die Teile, die man gebraucht hat, sei es Zubehör oder Ersatzteile, über das Internet in England zu bestellen. Die waren teilweise schneller da als über den Jaguar Land Rover Partner. Das Fahrzeug bringt auch aufgrund dessen, dass es eigentlich wohl ein Arbeitsgerät zu sein scheint, eine einfache Verarbeitung mit sich. Das geht schon los damit, dass man also hier Kunststoffteile nach mittlerweile 12 Jahren, 13 Jahren hier derbe am Verrotten sieht, also durch UV-Licht. Ne? Handgriffe, die wackeln und klappern. Allgemein einfach, dass es zwar ein sehr robustes Fahrzeug ist, aber von der Verarbeitung her meiner Meinung nach relativ einfach gehalten wurde, auch in Betracht des Kaufpreises. Und zu einem wichtigen Teil für diejenigen, die viel oder alle selber machen wollen, Fahrzeugdiagnose auf elektronische Art und Weise ist extrem schwierig.
Also einfach deswegen, es gibt zwar ein brauchbares Tool, das ist das GAP-IED-Tool, das funktioniert allerdings nur übers Handy, ist auch gebunden an eine Fahrgestellnummer, wenn ihr irgendwas kodieren wollt, ist aber aufgrund dessen, dass es über Smartphone läuft, sagen wir, es geht besser. Idealerweise nutzt man dies, weil man da programmieren und kodieren und flashen kann. Wenn man das nicht hat, kann man sich sicherlich einen Delphi aus China oder andere Software für besorgen, womit auch relativ viel geht, aber eben nicht alles. Ja, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr beachten müsst oder die es allgemein zu beachten gibt bei diesem Fahrzeug. Ich fange, denke ich mal, einfach ganz vorne an und gehe dann so Schritt für Schritt alles durch. Ich habe auf meiner Liste das erste recht lustige oder auch nicht so lustige Thema, aber vielleicht gehen wir noch vorher erstmal einen Schritt weiter vorne. Das erste, worauf wir achten müssen, Nebelscheinwerfer vergammeln gerne, die Dinger ziehen also Feuchtigkeit und gammeln dann also am Rand, oxidieren und sind dann undicht. Die ganzen Dinger müssen also regelmäßig getauscht werden, tritt bei allen Discoveries auf, bei allen, die mit diesen Scheinwerfern ausgestattet sind. Ist kein Thema, gibt es gebraucht, günstig, aber gehen irgendwann immer wieder kaputt, das ist halt so. Ja, jetzt zum lustigen Thema, je nachdem. Man kann also bei diesem Auto wunderbar den Kühlergrill klauen und die Scheinwerfer. Das Ganze passiert in England wohl relativ häufig, ganz einfach deswegen, weil der Kühlergrill nur geklipst ist und man mit einem Schraubendreher hier vorne reinfummeln kann und das Ganze rausziehen kann. Die Motorhaube ist jetzt zwar offen, lasst euch aber trotzdem nicht ablenken dadurch. Und die Scheinwerfer sind entsprechend nur mit so einer Schubverriegelung zugemacht. Die kann man also mit einem Schraubendreher hier vorne durch den Motorhaumschlitz angeln und dann hochziehen und dann kann man den ganzen Kram vorne rausholen. Ähnliches gilt für die Motorhaube, für den Kühlergrill. Hier müsst ihr einfach nur die Clips nach unten drücken. Hat alles Vor- und Nachteile. Jetzt, wo wir die Motorhaube aufhaben, geht es eigentlich relativ schnell weiter mit den Ladeluftkühlern. Die haben die unangenehme Eigenschaft, nicht nur beim Discovery 3, sondern auch beim Discovery 4, sofern das Fahrzeug damit ausgestattet ist, im Winter einzufrieren bei Kurzstreckenbetrieb. Bedeutet also, wenn es im Winter das erste Mal so richtig knackig kalt wird, ist die gesamte Feuchtigkeit, die also da am Ladeluftkühler sich absetzt, aufgrund dessen, dass der Ladeluftkühler so gebaut ist, wie er gebaut ist, dazu geneigt, sich also zuzusetzen oder einzufrieren und sorgt dann dafür, dass der Eimer also extrem schwarz anfängt zu rauchen und abstirbt. Dann haben wir nächste Stufe, fehlerhafte Kühlwassertanks. Die Dinger sind ausgestattet mit einem Schwimmer, der also irgendwann aufhört zu schwimmen oder der Schalter da drin funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann kriegt ihr ständig die Fehlermeldung, Kühlwasserstand zu niedrig, obwohl Kühlwasserstand genug drauf ist. Die Dinger gibt es im Nachbau relativ günstig für, ich glaube, 38 Euro. Das Ganze habe ich auch schon gehabt. Der Zuheizer Webasto Thermotop V. Der Zuheizer, es gibt serienmäßig keine Standheizung. Also es gibt keine. Es gibt keine. Ne? Keine. Bei diesem Fahrzeug. Keine. Arbeitsgerät, Wald, draußen arbeiten, ins Auto kommen, sich aufs Warme freuen. Ist nicht. Der Zuheizer bei diesem Wagen oder bei diesen Wagen oder bei allen mit diesem tollen Gerät ausgestatteten Fahrzeugen ist also extrem zickig, da das also nicht mehr das klassische Fließprinzip angewendet wird in der Standheizung, sondern eine Düse und das Ding ist also extrem dreck- und schmockanfällig, geht regelmäßig zu, funktioniert fast nie. Man kann das ganze Ding aufrüsten mit einem Tool, wo man also eine Standheizung rausbastelt, ist relativ teuer und auch relativ kompliziert und funktioniert, glaube ich, auch, soweit ich weiß, nur ein einziges Mal und dann muss der Wagen gestartet werden. Fummelkram. Dann, Lüfter geht nicht ab. Der Wagen ist ausgestattet mit einem elektronisch geregelten Viscolüfter. Das tolle Ding kostet gebraucht um die 500 Euro, sitzt hier auf so einem kleinen Stumpf, angetrieben vom Riemen. Das ganze Ding geht counterclockwise, also entgegen der eigentlichen Drehrichtung los. Gammelt sehr gerne fest, auch mit dem Spezialwerkzeug geht es da nicht los. Ich habe mir da damals was gebastelt mit einem sehr, sehr langen Hebel, einem Spanngurt. Ist eine Katastrophe, wenn das Ding nicht mehr aufgeht, hilft eigentlich nur noch abbohren, verschrotten, neu kaufen. Die Lichtmaschine sitzt hier unten, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Die geht relativ häufig kaputt, hat dann unsäglich viele Fehlermeldungen zur Ursache, zur Wirkung, Entschuldigung. Geht dann los bei HDC-Fehlern bis zu Startproblemen und so weiter und so fort. Hatte bei mir das Problem zur Folge, dass also die Bordspannung angefangen hat zu schwanken, von Unterspannung bis Überspannung, von hell bis dunkel, Beleuchtung, allen möglichen anderen Kram, gerade dann, wenn der Kompressor lief. Vorteil bei der Sache ist, eine original Denso-Lichtmaschine kostet neu 210 Euro, Kohlen für diese Lichtmaschine, was also bei mir die Ursache waren, 15 Euro.
Batterieklemmen sind bei dem Ding ein Witz. Das ist also eine komische, schräg verklemmte Geschichte mit zwei Keilen, die zugedrückt werden beim Zusammenziehen. Einmal falsch zusammengebaut von irgendjemandem, Klemme Schrott. Ist auch nicht so einfach zu tauschen, weil hier also Sensoren drin sind auf dieser Seite, auf der Minusseite zumindest, die erkennen, wie viel Ladung im Fahrzeug erzeugt wird, zusammen mit einer riesen Sicherung. Ist totaler Scheiß. Also wirklich totaler Scheiß. Die Dinger kann man zwar wieder gerade biegen, aber wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt und das ist dann. Naja, lassen wir es lieber. Wo wir schon vom Thema Batterieklemmen reden, wir haben hier solche Abdeckungen drauf, links und rechts auf solchen Kästen. Die haben die tolle Angewohnheit, dazu abzubrechen, diese Halterung, und dann liegen diese Klappen also noch lose da drauf oder gehen nicht mehr richtig fest oder lösen sich, so wie hier. Ja, Plastik, ne? Was erwartest du? Motorabdeckung reißen gerne, wenn sie nicht reißen, dann ist diese Isolation, die also bei diesen Dieselmotoren hier oben angebracht wird, eigentlich immer los und fällt dann irgendwo hier drauf und zerkrümmelt. Tut euch selbst einen Gefallen, schmeißt die Scheiße weg, die Motoren brennen so schon häufig genug. Vielleicht auch unter anderem deswegen, weil hier also ein knackeheißes AGR-Rohr direkt auf der Isolation dann liegt und entsprechend irgendwann lustig Feuer fangen kann. Dann habe ich als nächsten Punkt ein brechendes Kühlwasser-Outlet. Also es gibt hier zwischen den Zylinderbänken so ein kleines Verbindungsstück. Das Ding heißt Wasser-Outlet oder Water-Outlet oder wie auch immer. Ist Ultraschall verschweißt, verbindet die Zylinderköpfe miteinander, bricht ganz gerne, bumm, Motorschaden, was auch immer, ganzes Kühlwasser raus, zusammen mit einem kaputten Behälter oder aber der ignorierten Meldung, weil diese Meldung ist beim Fahren nur Ping, ein kleines I, sagt aber nicht wirklich, dass es Kühlwasser fehlt, sondern es sagt das Kühlwasser erst, wenn es zu heiß ist. Und wo wird die Kühlwassertemperatur registriert? Im Schlauch vom Kühler. Naja. Kostet auch irgendwie 38 Euro, sollte man regelmäßig wechseln. Ist auch ganz einfach zu wechseln, sind nur vier Schrauben. Hier oben muss ein bisschen Gedöns ab, seht ihr dann schon, wenn es soweit ist. Ja, der Motor ist scheiße, meiner Meinung nach. Es gibt also diverse Probleme, nicht nur beim Discovery 3. Also, es ist ja ein tolles Ford-Produkt, ein Wegwerfprodukt von Ford, Citroën und PSA, was auch immer. Das ganze Ding nennt sich also 276 DT, AJ17, DT276, DT17, was auch immer. Da gibt es tausend Namen für, alles die gleiche Scheiße. Brechende Kurbelwellen, einlaufende Pleuellager und so weiter und so fort. Also meiner Meinung nach, wenn regelmäßig die Kurbelwelle bei einem Motor bricht, hat das nichts mit der Behandlung zu tun, sondern einfach nur dessen, dass der Motor scheiße ist. Das Ganze betrifft auch, wie gesagt, nicht nur diesen Wagen. Das Ganze betrifft den Nachfolger, den Discovery 4 mit dem 3-Liter-Motor. Das betrifft den Jaguar E-Type, S-Type, was auch immer. Das betrifft den Range Rover Sport. Das betrifft alle möglichen Fahrzeuge, wo dieses Ding eingebaut sind. Citroën C5, wenn ihr euch selbst mal einen lustigen Gefallen tun wollt und einen schönen Abend haben wollt, guckt schon mal bei Mobile nach diversen Jaguar mit dem 2,7-Liter-Motor. Ihr findet mindestens 30, 40 Stück mit Motor fest, Motor klappert, Motorschaden, was auch immer. Ist ein Riesenscheiß und die Motoren sind gebraucht mehr wert als die Autos. Ein gebrauchter, funktionsfähiger Motor, 5.000 Euro. Das Auto mit 250.000 Kilometern, 5.000 Euro, sag ich euch. Seid vorsichtig, klappert der Motor, egal was, egal wie, egal was euch erzählt wird. Finger weg, anderes Auto suchen. Bums. Es gibt keine Kurbelwellen offiziell. Es gibt Kurbelwellen. Ich habe hier einen überholten Motor überholt, eingebaut, den ich selbst überholt habe, mit einer Kurbelwelle. Original Land Rover. Ich habe davor einen Motor überholt mit einer Apex-Kurbelwelle. Das Ding hat 24 Kilometer gemacht und war fest. Warum? Kurbelwelle nicht zentriert, eiert wie die Sau, billigster Dreck, Finger weg. Also, ganz heiße Kiste, vorsichtig sein, das ganze Ding. Der ganze Motor ist eigentlich ein eigenes Video wert. Ist ein heißes Thema, auch weil sich da viele auf den Lips getreten fühlen, was hier tolles Auto für einen Scheißmotor hat. Wäre dieser Motor nicht da, wäre das ein Traum von einem Auto, ich sag es euch. Dann kommen wir Rückrufaktion, Bremskraftverstärker solltet ihr prüfen. Also wenn ihr hier vorne zwei Schläuche an der Vakuumpumpe habt, wurde diese Aktion durchgeführt. Es gab also ein Problem, dass die Vakuumpumpe bzw. der Bremskraftverstärker nach Abstellen des Motors Öl aus der Vakuumpumpe in den Bremskraftverstärker gesaugt hat. Das ist das Ding im Arsch. Ist, glaube ich, bei allen gemacht worden. Glühkerzen sitzen hier unten. Unterm Saugrohr siehst du nicht, du siehst nur diese ollen Stecker hier oben, da kannst du schön messen, ob die Glühkerzen noch in Ordnung sind. Um die zu tauschen, muss eigentlich die Hochdruckeinspritzpumpe hinten raus. Man kann die so ein bisschen abfräsen. Ich glaube, alle tauschen nur 5 Glühkerzen. Soll auch wohl reichen. Springt auch an. Also selbst bei minus 17 Grad ist der klanglos, sagen klanglos angesprungen.
Der Zahnriemen hinten, wo wir schon vom Thema Einspritzpumpe reden, also es gibt vorne einen Zahnriemen, das ist eine ganz wichtige Sache zu beachten, da komme ich gleich auch noch zu. Und hinten einen Zahnriemen, der also die Hochdruckpumpe antriebt, reißt dieser Zahnriemen, bleibt hier nur liegen, der Motor geht nicht kaputt, reißt der Zahnriemen, vorne ist der Motor im Arsch in der Regel. Hinten extrem aufwendig zu tauschen, weil nur fühlen und fummeln und so weiter, also da brauchst du fast einen Tag, glaube ich, für. Zum Thema Zahnriemen vorne. Es gibt bei diesem Motor noch ein tolles Problem. Und zwar reißt das Spannrad oder eine Rolle des Zahnriemens an der Ölpumpe aus. So, was passiert dann? Das Rad fliegt weg, der Zahnriemen springt über, Motor tot. Das ist ein bekanntes Thema, gab es viele von. Es gibt eine verbesserte Ölpumpe. Die wird natürlich nur dann eingebaut, wenn die Originalölpumpe im Arsch ist. Macht Sinn. Entsprechend müsst ihr also gucken. Die verbesserte Version zeige ich euch in einem Foto gleich nochmal eben. Da sind also Nasen dran, beziehungsweise eine Aussparung wurde zugemacht, die vorher da war. Naja. AGR-Kühlerantriebe, also bei diesem Fahrzeug ist alles elektrisch angesteuert, nicht mit Unterdruck. Die AGR-Ventile sitzen hier schön seitlich, wo man also wunderbar nicht drankommt, sind wassergekühlt. Also ein AGR-Kühler, der auch häufig undicht wird. Um das Ganze auszubauen, müsst ihr also hier den halben Motor freilegen. Ist ein Riesenscheiß, kostet Schweinegeld. Oft sind die elektrischen Antriebe defekt, reparieren sich kurze Zeit später wieder selber. Ja, AGR, ne? Kannst du auch dicht machen, aber musst halt wissen, was du tust. Kreuzgelenklenkung. Das Kreuzgelenk sitzt hier unten irgendwo. Da gibt es in Foren oft das Thema drüber, dass da also die ganze Geschichte schwergängig wird oder anfängt zu rosten und dann also die Lenkung sich so stellenweise ein bisschen komisch anfühlt. So ein bekanntes Thema ist allerdings wohl relativ leicht zu tauschen, auch wenn man nicht dran kommt. Ladedruckschläuche, besonders geile Sache. Unten am Turbolader kommt es nämlich auch nicht dran, reißen gerne. Es gibt da wohl Silikonschläuche. Ich würde auf jeden Fall grundsätzlich, sobald ihr was am Motor macht und irgendwo diese Schläuche in Hand habt, die alle tauschen. Ob da Silikon nun Sinn macht oder Original, weiß ich nicht. Ich habe nach 333.000 Kilometer diese getauscht gegen einen Satz neue. Hinten am Motor ist das Crossover-Rohr, was also die beiden Zylinderköpfe abgasseitig mit einem Abgassammelrohr verbindet, was auf den Turbolader geht. Das ist ein Single-Turbo. Im Jaguar und so weiter gibt es also da zwei Turbolader. Das Rohr reißt gerne, ist ein Riesenscheiß zu tauschen, ist ultra aufwendig und kostet ein ganz bisschen Geld. Also Material, ne? Wo wir dann also schon hinten am Motor sind, kommen wir also zum Getriebe. Wir haben hier verbaut ein 6HP26Z oder X, in der Regel ein X, gefolgt von einem Verteilgetriebe. Dieses 6HP26 hat natürlich alle Probleme, die das normale 6HP26 auch hat oder das normale 6HP. Sprich undichte Schaltschieberkästen, die also zu lustigen Schaltverhalten führen und grummeln und was auch immer abwürgen. Nicht unbedingt so wie im 6HP32, aber das Problem, dass an der Ampel es kurz einen Ruck nach vorne gibt, wenn er also vom zweiten in den ersten schaltet oder die Standabkopplung entsprechend arbeitet. Das Steuergerät ist auch bei diesem Fahrzeug fürs Getriebe im Getriebe eingebaut und an der Ölwanne. Ist also immer munter, wunderbar knackig warm. Diese fallen komischerweise relativ selten aus. Fallen diese Dinger aus, bleibt ihr liegen, weil da auch die Wegfahrsperre drin ist. Dann Wandlerprobleme gibt es bei diesem Wagen genug. Das ist eine Sache, die eigentlich das 6HP, was auch immer, nicht unbedingt zwingend hat. Also dieses Wandlersägen, so im Bereich um die 70, 80, 90 km/h, wenn man also in einem LKW herfährt. Das ist natürlich immer so eine Sache der Programmierung, was der Fahrzeughersteller möchte. Und scheinbar möchte Land Rover, dass in diesem Bereich die Wandlerkupplung halb geschlossen ist und wenn die verschlissen ist, geht es halt mit der Drehzahl hoch und runter. Ist natürlich erst nur eine nervige Sache, belastet das Öl aber immens durch Abrieb und Thermik und sorgt dann dafür, dass das Getriebe also weiterhin extrem verschleißt. Ja, Getriebe raus, neuen Wandler rein, weiter geht's, ne? Das Verteilgetriebe hat lustige Angewohnheiten, Lager zu werfen, die dann also anfangen zu jaulen. Meins fängt also gerade ganz leise an, auch wenn die Dinger gerne undicht, genau wie 6HP26 oder 6HP-Automatikgetriebe allgemein, was also einen lustigen Drang dazu hat, undicht zu werden und dann also alles voll zu pissen, gibt es diverse Reparatursätze für. Man sollte auch regelmäßig einen Filter wechseln und das Öl wechseln, also ich sage mal alle 100.000 Kilometer spätestens. Dann haben wir noch ein lustiges, ganz lustiges Thema Spritfilter. Der Wagen hat zwei Arten von Spritfiltern verbaut, je nach Baujahr. Es gibt so eine flache Tellermine mit unten einem Wassersensor und so einem klassischen Topf.
Ist der Spritfilter verstopft? Habt ihr im Stand den Fehler Hochdruck, Spritdruck, Obergrenze überschritten, Hochdruck, was auch immer? Also ihr habt mit anderen Worten zu hohen Spritdruck im Stand. Die Ursache ist immer nicht die Pumpe, sondern immer der Spritfilter, der verstopft ist. Tauschen kostet 40 Euro, läuft das Ding wieder. Wenn wir schon gerade dabei sind, dann können wir auch weitergehen zur Kardanwelle bzw. zum Kardanwellenlager. Es ist ein Mittellager da verbaut, was nicht getauscht werden kann. Das Gummi reißt aus, Kardanwelle im Arsch, muss neu, kostet Schweinegeld. Es gibt eine Nachbauwelle, die scheint wohl gar nicht so schlecht zu sein. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Lager zu tauschen. Wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist, da gibt es einen Reparatursatz für, habe ich noch nicht gemacht, wird aber irgendwann auf jeden Fall anstehen bei mir. Und die Intankpumpe zusammen mit dem anderen Problem stirbt also auch relativ oft, dann habt ihr auch lustige Fehlerchen. Es gibt eine tolle Anleitung, wie ihr das prüfen könnt im Internet, im Disco 3 Forum mit Drücken, Durchflussmengen und Strömen. Geht aber davon aus, habt ihr einen Fehler mit dem Spritdruck, tauscht als erstes den Filter, meist ist das Problem behoben. Eine andere Sache, die mit dem Filter zusammenhängt, wenn ihr im Cockpit immer wieder die Fehlermeldung habt, Wasser im Sprit, liegt das zu 99% am defekten Spritfiltersensor unten. Den mittauschen kostet Schweinegeld und ist eigentlich ein Standardfehler. Das war das soweit, was ich euch hier vorne sagen kann, beziehungsweise unterm Fahrzeug. Wir gehen jetzt mal in den Innenraum und schauen uns da nochmal so ein paar lustige Sachen an. Ja, so, angekommen. Im Fahrgastraum ist das Erste, was euch sicherlich auffällt, nachdem ihr die Tür geöffnet habt, die einfache Verarbeitung bzw. die abgegriffenen Kunststofftürgriffe. Alles, was ihr hier seht, was aussieht wie Leder, mit Ausnahme des Lenkrads, des Sitzes und des Sitzes, ist kein Leder, es ist Kunststoff. Ist entsprechend auch abgegriffen, auch was Metall angeht. Also diese Türgriffe sind natürlich nicht aus Metall, die sind natürlich aus Kunststoff. Und auch die anderen Sachen, die man also so hier betrachtet und befingert, sind eigentlich in der Regel eher aus relativ minderwertigem Kunststoff. Aber wie gesagt, das ist ein Arbeitsgerät. Es ist eine einfache Verarbeitung. Es ist kein Luxusauto. Dafür ist der Range Rover da, auch wenn ein Land Rover teilweise so viel kostet. Ja, das Erste, was euch sicherlich den Garaus machen kann mit so einem Auto im Winter, ist der Wärmetauscher. Der hat die blöde Angewohnheit zu verstopfen aufgrund seiner Konstruktion. Dann habt ihr nur noch auf der Beifahrerseite warme Luft, die Fahrerseite bleibt kalt. Oft wird vermutet, dass es also an Stellmotoren liegt. Es liegt nicht an Stellmotoren. Es liegt immer am Wärmetauscher, der also verstopft. Ich habe das ganze Ding ausgebaut, gereinigt, funktioniert wunderbar. Ist wunderbar heiß, habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Braucht ihr keinen neuen Wärmetauscher für 90 Euro kaufen. Ich würde auch von dem 90-Euro-Teil Abstand nehmen, weil das ist ein günstiger Nachbau. Die zweite Sache, die euch vielleicht beim Einsteigen auffällt, ist das gerissene Leder am Sitz. Das ist eine ganz normale Geschichte. Wenn man die eigentliche Sitzfläche aus echt robusten, wirklich guten, richtig geil stabilen, kratzfesten Leder macht und die Seiten aus billigem Kunstleder. Wärmetauscher Innenraum hatte ich. Das Schiebedach leckt ganz gerne, wenn ihr ein Schiebedach habt. Und zwar nicht das Schiebedach selbst, sondern entweder sind die Abläufe verstopft. Dann läuft euch also die Pisse hier in den Teppich rein. Und die Karre vergammelt von innen, Steuergeräte sterben oder die Schiebedachkassette selbst ist aus Stahl, rostet durch. Gibt es auch genug im Internet drüber zu lesen. Wir haben bei Baujahren ab 2006 aufwärts das Problem mit dem Tacho, dass es also kalte Lötstellen gibt. Der Tacho fällt zwar nicht aus, verliert aber die Can-High-Verbindung oder die High-Speed-Can-Verbindung, so rum, nicht Can-High, das ist was anderes. Zwischen diversen Steuergeräten, das Auto denkt, es wird geklaut und macht einen riesen Trara, springt nicht an. Unterwegs fangen die Warnblinkanlagen an zu leuchten, Radio, Heizung und so weiter geht aus, Fahrwerk fährt runter. Kann man tatsächlich reparieren, ich habe es repariert, ist wirklich nur eine kalte Lötstelle am Ausgang des großen ICs zum CAN-Transceiver. Wenn man es nicht kann, neuer Tacho kostet Schweinegeld. Innenraum hat einen hohen Verschleiß, wie gesagt, Sitz, Kunststoffgeschichten. Allgemein ist es also so, dass alles recht clunky ist, dafür robust, aber halt, ne, hier abgerissene Geschichten. Es ist halt ein Arbeitsgerät und es ist halt entsprechend robust gebaut, aber robust heißt nicht unbedingt langlebig, sondern nur stabil für einen kurzen Zeitraum manchmal. Ansonsten ist der Innenraum relativ durchdacht, wie ich finde. Wir haben also alle, ich sag mal, gängigen Geschichten so in Griffweite, wenn man also mit dem Auto fährt. Mit Ausnahme der Fensterheber und der Spiegelverstellung, wo man sich so ein bisschen nach vorne beugen muss. Der Rest geht ja eh automatisch, wie beispielsweise das Licht
und der Scheibenwischer. So, ne? Terrain Response, automatische Handbremse und sowas. Schöne Becherhalter, viele Ablagemöglichkeiten, je nachdem, Klimaautomatik mit entsprechender Sitzheizung und so weiter und so fort. Was natürlich nicht so geil ist, das Radio verliert seine Knöpfe. Wenn die Knöpfe ab sind, die kriegst du nicht als Ersatz, da brauchst du ein neues Radio. Ist halt scheiße, ne? Es gibt auch keinen CD-Wechsler extern, es gibt keinen Bluetooth extern. Es gibt zwar hier einen AUX-Knopf, der AUX-Knopf ist aber dafür dann da, wenn du hinten einen DVD-Player hast, damit man hier hinten irgendwas anschließen kann. Ich habe dabei Bluetooth angeschlossen. Funktioniert super, ist nichts von der Stange, kannst du nicht kaufen, kannst du selber bauen. Risse Kunstleder hatte ich schon. Wir haben Probleme mit der Heckklappen, Verriegelung, Entriegelung. Es gibt da diverse lustige Fehler, dass da also entweder Wasser in die Taster reinläuft und die vergammeln. Es gibt die Möglichkeit, dass hinten der Seilzug festgeht. Auch dafür gibt es genug Hinweise im Internet, wie man da also drumherum kommt. Ist ein bekanntes Thema. Ist nicht teuer, aber ist halt ärgerlich. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Es ist ein zweckmäßiger Innenraum. Wir haben hier relativ große Sonnenschutzgeschichten mit einer Höhe aufgedruckt und den Abmaßen des Fahrzeuges, was also relativ interessant ist bei Brücken und niedrigen Durchfahrten, Parkhäusern und so weiter, damit man also kein zweites Dachfenster sich ins Dach baut. Wir haben ansonsten verschiedene Ausstattungsvarianten, SSE, HSE, das ist ein SE, was genau was umfasst, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich auch nicht, weil ich mit diesem Fahrzeug eigentlich relativ gut zufrieden bin. Es gibt noch eine Variante, die hat hier statt dieser Ablage ein Display, wo man also genau den Zustand des Fahrzeugs sieht, sind die Fahrzeuge mit Navi. Das Navi ist heutzutage unbrauchbar, aber was willst du erwarten bei einem 13 Jahre alten Auto? Euer 13 Jahre altes Navi werft ihr auch im Müll. Es gibt verschiedene Soundsysteme, es gibt ein Logic 7 heißt das ganze Ding, das funktioniert dann hier mit mit Glasfaserleitung und so weiter, ähnlich wie im Audi A8. Ist ein lustiges Ding, wenn es funktioniert, ist auch ein lustiges Ding, wenn es nicht funktioniert, weil dann habt ihr viel Geld los und es funktioniert meistens hinterher immer noch nicht. Ist auch schwierig, da die Fehlersuche durchzuführen, hat aber echt Bums, auch das Standard-Soundsystem hat schon guten Klang dafür, dass es wirklich ein passives System ist und das Radio so viel wiegt wie eine Tasse Kaffee. Hat aber digitale Entstufen, knallt schon ordentlich rein. Ihr habt zwei Ablagefächer hier. Einmal eins hier oben, wo relativ viel schon reingeht. Und dann noch ein Riesenablagefach hier unten, was allerdings maßgeblich von der Bedienungsanleitung beansprucht wird. Dahinter ist ein Sicherungskasten, genau wie vorne Luftfilter und so weiter. Dann habt ihr in der Regel hier noch ein großes Ablagefach mit einem CD-Halter drin. Teilweise habt ihr da einen Kühlschrank drin und entsprechend, wie schon gesagt, zwei Becherhalter, die ihr noch erweitern könnt. Eine Ablage hier an der Seite, wo also beispielsweise gut ein Taschenmesser reinpasst. Und hier vorne noch eine Riesenablage, wo all möglicher anderer Scheiß reinpasst. Zwei Zigarettenanzünder, je nachdem, was ihr also für eine Ausstattung habt, sowie ein Aschenbecher oder ein Ablagefach. Im hinteren Bereich sieht es ähnlich aus. Auch da gibt es viele Ablagemöglichkeiten. Ihr habt unter dem Sitzplatz, ihr habt hier einen rausziehbaren riesengroßen Becherhalter und auch dort ein Ablagefach sowie in der Regel ein Zigarettenanzünder, je nachdem, ob es ein Raucherpaket ist oder nicht, ausgestattet mit Zigarettenanzünder oder mit Deckel für diverse andere Geschichten. Sitzeinstellungsmöglichkeiten gibt es auch relativ viele, beziehungsweise Möglichkeiten dafür, die Ausstattung zu wählen. Es gibt genau zwei. Es gibt eine manuelle Sitzeinstellung, die eigentlich relativ ausreichend ist für, ich sag mal, einen Fahrer mit verstellbarem Sicherheitsgurt und so weiter. Die Kopfstützen sind nicht verstellbar. Es gibt eine Lordosenstütze, es gibt eine Neigungsverstellung und es gibt entsprechend vor und zurück. Ihr habt auch die Möglichkeit, den Sitz höher und tiefer zu stellen übrigens. Und es gibt die Memory-Funktion mit dem von Volvo bekannten alten Bedienteil, bekannt aus 940, 850, S80 und so weiter. Generell hat dieses Auto einige Bestandteile von Volvo übernommen, beispielsweise die Sirene, der Alarmanlage und diverses Kleinzeug noch. Ja, ansonsten zweckmäßiges Auto, verschiedene Möglichkeiten der Bedienung hier am Lenkrad gibt es. Eigentlich sind alle ausgestattet mit Tempomat, Lichtsensor sowie Regensensor. Am Tacho gibt es auch genau zwei Möglichkeiten der Ausstattung. Einmal den großen Tacho mit Anzeige in der Mitte und dann gibt es den kleinen Tacho mit LEDs in der Mitte. Also Kontrollleuchten, einen abblendbaren Spiegel gibt es in der Regel serienmäßig bei SSE und das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Im hinteren Bereich gibt es noch eine Sache zum Entertainment. Es gibt tatsächlich Fahrzeuge mit Bedienung für Radio bzw. DVD, CD und Kopfhörerausgängen. Was das nun alles in einem Land Rover zu suchen hat, das gehört eigentlich eher in einen Range Rover rein. Ansonsten
gibt es im Innenraum nicht viel zu sehen und wir sehen uns im hinteren Bereich bzw. auf der Rückseite des Autos wieder. So, hinten am Auto angekommen. Wie gesagt, über die Heckklappe habe ich schon so ein bisschen gesprochen, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Geht es eigentlich weiter eher mit der Karosserie selbst? Also, aufs Dach passt genug, auf dem Dach könnt ihr auch rumklettern, das Ding ist also stabil genug, das Blech ist wirklich stabil. Ich habe den Beul in die Tür getreten, weil ich also richtig sauer war und die Tür also richtig getreten habe. Ansonsten, getönte Scheiben gibt es, kann man nachträglich tönen, sieht super aus bei dem Auto, gerade mit dieser riesen Heckscheibe, die also aufs Dach geht. Es gibt eine riesen Tankklappe, die also verriegelt werden kann. Da steht auch noch eine wichtige Sache drin, alle 1000 Kilometer das Öl kontrollieren. Das ist wichtig, 1000 Kilometer Öl wechseln wäre vielleicht sinnvoller. Und ansonsten schauen wir uns das Auto mal von außen an. Wir sehen also an diversen Zierleisten schon Korrosion. Das ist nicht nur bei meinem Auto so, das ist bei allgemein diesen Fahrzeugen so, dass sich da also Bläschen bilden. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimm ist es eher an anderen Stellen. Zum einen haben wir rundherum eine Plastikbeplankung, die also hier wichtige Teil des Schwellers zum einen schützt, aber auch natürlich nicht schützt, weil er also Rost und so weiter sich ungehindert ausbreiten kann. Auch bei meinem Auto so. Hier geht es so ein bisschen los. Durchgerostet ist noch nichts, aber es macht durchaus Sinn, diese Verkleidung einmal abzunehmen, wenn es euer Fahrzeug ist, zu reinigen, beziehungsweise beim Ankauf hier einmal hinterzufassen und sich dann hier unten die Kanten mal anzuschauen oder anzufühlen, auch mit Spiegel zwischen Rahmen und Karosserie zu schauen, ob da was zu erwarten ist. Ihr werdet auf jeden Fall Flugrost finden. Eine andere Sache ist hier diese schöne Leiste, die also vor Steinschlägen schützen soll, allerdings aus Stahl ist, ummantelt mit Kunststoff und wunderbar anfängt aufzublühen und dann aussieht, als wenn sie irgendwie, naja, lassen wir es, sich irgendeine Geschlechtskrankheit zugezogen hat, die zur Alterung führt und Schwellung. Ansonsten stabile Türen. Sammelt eine Menge Dreck hier unten, müsst ihr regelmäßig reinigen, genauso wie diese Spalten, die hier unten also sind. Auch da kann man regelmäßig mit dem Hochdruckreiniger mal reinhalten. Wo wir schon zum Thema Reinhalten sprechen, wir haben also große Probleme, nicht nur mit dem Rost an der Karosserie an bestimmten Stellen, sondern auch Rost an den Bremsleitungen. Und zwar befinden sich diese Bremsleitungen hier hinten in so eine Art Hohlraum über dem Ersatzrad bzw. in so einer Rahmenkauschuhe, also das Differential sitzt. Und diese Leitungen sind aus Stahl, die fangen relativ gerne an zu rosten und müssen relativ häufig getauscht werden schon. Das ist eine dumme Sache. Wenn ihr dabei seid, macht gleich den Rost oben drüber weg, weil das Blech rostet und noch extremer sich da so Dreck und Schlamm und Sand sammelt. Genauso wie Salz. Wo wir beim Thema Salz, Schlamm und Dreck sind, das Fahrzeug hat wie gesagt einen Leiterrahmen, der an diversen Stellen Bohrungen hat, wo also auch Schmutz eindringen kann und sich dann an diversen Stellen sammelt. Von durchgerosteten Rahmen habe ich noch nicht unbedingt gehört, aber ihr solltet die Sache schon regelmäßig im Blick behalten und reinigen, damit es also nicht so weit kommt und auch der Rahmen von innen einfach mal trocknen kann, weil wenn er immer voll mit Schlamm steht, das Ding wird nie richtig trocken. Auf der Rückseite oder auf der anderen Seite haben wir an dieser Stelle den Kompressor sitzen. Natürlich nicht hier, sondern am Rahmen selbst angeschraubt. Der Kompressor ist ein stetiges Quell lustiger Probleme und viel Geldrauswerferei. Das ist einfach deswegen, weil dieses Ding also altert und relativ viel Scheiße frisst und auch, wenn man viel mit der Federung spielt, Luftfederung, relativ schnell verschleißt. Wo wir beim Thema Luftfederung sind, die Luftfederung hat allgemein schöne pneumatische Probleme, die sie mit sich bringt. Zum einen verschlissene Ventile, zum anderen auch gerissene Bälge und so weiter. Die Bälge kann man einzeln kaufen, so ein Federbein kostet auch nicht viel. Es gibt sogar verschiedene Federbeine, ne? Also Balg und Stoßdämpfer innen drin von verschiedenen Herstellern, unter anderem auch Bildstein, glaube ich sogar. Muss man im Blick behalten. In der Regel halten diese Dinge eigentlich ziemlich lange. Also ich weiß sicher, dass hier bei 355.000 Kilometer alle Federbeine und alle Bälge noch original sind. Lediglich der Kompressor wurde mal getauscht gegen einen von AMK. Wo wir schon hier hinten sind und das Thema Bremsleitung ansprechen, es gibt hier so schöne, geile Radmuttern, die sehen super aus, haben so eine Edelstahlhülle außen drauf. Die sind nur so lange geil, bis die Edelstahlhülle im Arsch ist und die Dinger nicht mehr abkriegt. Passiert relativ häufig, totaler Dreck. Kostet 45 Euro bei eBay, ein schöner Satz neue Schrauben. Und auch hier hinten gibt es ein anderes Problem mit den Querlenkern. Die Querlenker sind natürlich bei so einem schweren Fahrzeug, was eigentlich eher ein LKW als ein PKW ist, relativ stark beansprucht. Wir reden hier immerhin von 2,5 Tonnen Leergewicht. Die gehen also relativ häufig kaputt. Ist nicht weiter schlimm, weil die kosten erstaunlich wenig. Da macht der Sinn von einzelnen Buchsen und so weiter auch nicht, macht der Tausch nicht unbedingt Sinn, sondern tauscht man eigentlich auch wohl eher so einen ganzen Querlenker. Das Problem dabei ist,
Es gibt hinten eine Gummihülse oder so eine Gummilagerung entsprechend, ne? So ein Gummiklotz halt im Querlenker, wie man das halt so kennt. Und der hat eine Passung drin oder ein Loch für die Schraube und die ist so passt, dass wenn die ein bisschen aufrostet, die Schraube, das Ding fest ist. Das ist ein Riesenscheiß. Ihr könnt den Querlenker nur durchschneiden, die Gummibuchse durchschneiden, den ganzen Scheiß raus drin und hoffen, dass der Rahmen heile bleibt. Ich habe einen Querlenker kaputt gehabt. Ich habe gedacht, komm, kaufst gleich beide, tauschst gleich beide. Ich war einen Tag dabei. Ich habe mit einer Säbelsäge da den ganzen Tag drauf rumgeprügelt. Mit einer elektrischen Säbelsäge. Ja, das andere tausche ich dann, wenn ich gut Laune habe. Weiterhin ist hier hinten beim Ersatzrad bzw. beim Rahmen der Antrieb der elektrischen Parkbremse verbaut. Der kreischt häufig und fällt aus. In den Anfangszeiten reicht also da eine Einstellung. Das Problem ist meistens auch nicht der Antrieb der Parkbremse oder der Aktuator, wie das Teil heißt, selbst, sondern eigentlich eher die Einstellung bzw. klemmende Seile, weil das Ding ungleichmäßig belastet wird und rausspringen und die Zahnräder überspringen. Das ist dieses Kreischen, was man hört. Ignoriert man das, gehen die Zahnräder kaputt, Antrieb im Arsch. Es gibt zwar einen Reparatursatz, trotzdem ein Riesenscheiß. Tut euch das nicht an. Sobald das Ding kreischt, guckt nach euren Parkbremsen. Das ganze Ding ist eine Trommelbremse hinten zusammen mit einer Scheibenbremse kombiniert. Macht es sauber, stellt es ein. In der Regel geht es dann wieder. Ja, wir kommen zur letzten Seite. Wo wir auch schon vom Ersatzrad gesprochen haben, das Ersatzrad ist hinten unterm Kofferraumboden, wird mit einer Seilwinde nach unten gelassen, funktioniert nach etlichen Jahren genau einmal und danach nicht wieder und ihr fahrt nach Hause mit einem klimpernden Seil hinten, das auf dem Boden plüngelt. Diese Seilwinde geht auch relativ häufig kaputt, ist meiner Meinung nach ein großer Schwachpunkt, weil entweder geht es nicht runter oder es geht nicht wieder hoch oder beides. Kostet, glaube ich, ein kleines Geld, gibt es bei eBay auch als Nachbau, muss man gucken, ob man das kaufen möchte oder original. Ist ein Riesenscheiß. Radmutter mit der glatte ich schon, die Radlager scheinen hohen Verschleiß zu haben. Habe ich immer wieder gelesen in Kaufberatungen im Internet, hat mich jetzt selbst noch nicht betroffen, aber es gibt da auch verschiedene Lagerqualitäten. Ich glaube, ich habe sogar rundherum noch die ersten Radlager, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Rückleuchten oft undicht. Kann ich bestätigen, hat mich auch schon oft genug getroffen. Ich habe unten in dieser Rückleuchte ein kleines Loch reingebohrt, damit das Wasser abläuft. Ich habe alles nachgeschaut. Scheinbar ist irgendwo hier diese Ultraschallverschweißung undicht. Rücklicht kostet 120 Euro gebraucht. Wenn man also mal ein gutes findet und Glück hat, ist das auch dicht. In England werden wieder häufig die Rückleuchten geklaut. Ähnlich wie vorne kann man also, wenn man geschickt ist, mit einem Schraubendreher hier durch in die Schrauben lösen und die Rückleuchten abziehen. Ich glaube, das betrifft aber eher Scully Town, England, Deutschland wohl eher nicht. Einparkhilfesensoren vergammeln häufig aufgrund dessen, dass sich also im Stoßfänger hinten genug Dreck absetzt. Wie gesagt, macht das regelmäßig sauber. Die äußeren Sensoren könnt ihr so tauschen, die mittleren muss die Stoßstange für zerlegt werden oder teilzerlegt werden. Und dann habe ich noch abschließend die gute, aber oftmals recht lustige und komische Anhängerkupplung. Wir haben hier also in meinem Fall die 3,5-Tonnen-Version mit verstellbarer Geschichte. Die habe ich vor kurzem lackiert, deswegen sieht die auch so schön sauber aus. Es gibt nur eine Anhängerkupplung, das ist die abnehmbare und je nach Version werden entsprechend Streben angebaut. Das Ganze ist original, so auch wenn es nicht aussieht. Habt ihr nur die abnehmbare Version ohne die Verstärkung, passiert es oftmals, dass also diese Passung sich ausarbeitet, die Anhängerkupplung anfängt zu klappern und zu wackeln und was auch immer. Das ganze Ding kann man aufschweißen. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Und Probleme gibt es auch oft, dass die anderen Kupplungen sich nicht lösen lässt. Ansonsten handelt es sich, auch wenn das sehr, sehr negativ erscheint, aber das sind so alles meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, um ein sehr, sehr solides und schönes Auto, was vor allem einen Riesenspaß macht zu fahren. Das ist also ultra, ultra, ultra angenehmes und weiches Fahren mit einer echt stabilen Karosserie und einem coolen Feeling und einem coolen Look, wie ich finde. Kriegt man so kein zweites Mal, vielleicht beim Discovery 4, aber der hat auch viele andere lustige Probleme, die dieser Wagen nicht hat und vielleicht auch ein paar Verbesserungen. Ja, das war das. Mein Ratschlag, wenn ihr nicht selber schrauben könnt, wenn ihr alles in der Werkstatt machen müsst, lasst die Finger davon. Das betrifft auch meinen gesamten Fuhrpark, weil ich sammle eigentlich nur das, was man mit Verstand besser nicht sammelt. Naja, außer dem Z4 vielleicht, weil, naja, gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ihr seid nicht so abgeschreckt von dem Fahrzeug. Mir wurde zwar prognostiziert, dass wenn ich das alles mache, keiner mehr dieses Auto kaufen möchte. Hat natürlich auch für mich und für alle anderen positiven Nebeneffekt. Ersatzteile werden günstiger.
Ansonsten lasst doch gerne Fragen, Kommentare da, wenn ihr Fragen habt, irgendwas offen geblieben ist. Ich glaube, ich habe einiges vergessen. Fällt mir im Nachgang ein. Beantworte ich gerne in den Kommentaren. Und ich hoffe, ihr seht mich und ich sehe euch und ich sehe eure Kommentare und vor allem Upvotes, Likes und Abonnenten und Abos. Demnächst häufiger. Wir machen dann, glaube ich, weiter mit dem Motorrad, weil in meiner letzten Umfrage haben sich etliche zum Motorrad bekannt und naja, ein kurzes Intermezzo. Der Golf wird dann halt das Winterprojekt. Müssen wir mal schauen. Was steht an diesem Fahrzeug noch an? Also einige kennen vielleicht die Geschichte dieses Autos, auch wenn ich das aus dem Kamerablickfeld rausrenne. Ich habe diesen Wagen in Lolla vom Schrottplatz gezogen. Lolla ist irgendwo bei Siegen, da hinten die Ecke. Komischerweise kaufe ich lustige Autos immer in Siegen. Also ich habe da diverse tollen Kram gekauft. Mit Motorschaden, irgend so ein Trottel hat, andersrum. Der Vorbesitzer dieses Fahrzeugs hatte ein Problem mit dem Fensterheber. Jetzt kommen wir wieder zum Thema selber schrauben. Fährt in die Land Rover Vertragswerkstatt, lässt sich ein Discovery 4 anschwatzen, weil der Fensterhebermotor am Arsch sein soll. Das Ganze kostet ein Schweinegeld. Na gut, kann ja mal passieren. Er gibt den Wagen 5000 irgendwas Euro in Zahlung bei seinem Händler, kauft einen neuen Discovery 4, kriegt ein paar Tage später einen Anruf von einem stinksauren, also von einem angepissten Gebrauchtwagenhändler, was er denn für einen Schrott da abgegeben hätte. Die Karre wäre auf der Autobahn explodiert und hochgegangen. Da saß dann auch ein Autohändler zwischen, der das Ding dann für 2000, 3000 Euro irgendwas gekauft hat. Und ich bin nach Lolla gefahren, weil ich mir eigentlich einen Jaguar XJ12 kaufen wollte. Der war scheiße, dann habe ich den gesehen. Der sollte irgendwie 3000 Euro kosten. Ich habe ihn dann für 1400 vom Hof gezogen. Bis dahin haben alle an dem Wagen verloren. Dann kam ich ins Spiel, habe mir den ersten gebrauchten Motor gekauft, weil, was war passiert? Das Kühlwasser-Outlet war gerissen, der Fahrer hat es nicht gemerkt oder es war ihm egal. Der Motor wurde zu heiß, dem Fahrer hat es nicht mitgekriegt, hat es nicht gemerkt, war es egal. Das Öl wurde dünn, der Ölfilm ist gerissen, Pleuellagerschaden, Abriss, Motor zerfickt, Löcher drin. Ich habe jetzt so ein Ding bei mir auf dem Regal stehen, sieht super aus. Ja, gebrauchten Motor gekauft, natürlich einen kaputten Motor, weil ein gebrauchter Motor 4.500 Euro, bei dem du auch nicht weißt, wie es dem Ding geht, auseinandergebaut, neue Kuppelwelle rein, alles hübsch gemacht, zusammengebaut, losgefahren, 24 Kilometer später, duck, 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 Pleuellagerschaden. Das war passiert. Die tolle Apex-Kuppelwelle lief nicht rund, sondern hat am Vorlastlager geeiert, hat das Lager ausgearbeitet, bis die Lagerschale sich gedreht hat. Natürlich keine Ölversorgung mehr, Pleuellagerschaden, Motor tot. Ja, Frustration pur, Beule in die Tür getreten, was machst du, Karre schlachten, was auch immer verkaufen. Kann und nicht mehr in den Sinn, weil ich da also schon diverses Geld reingesteckt hatte, nicht nur in den Motor, sondern auch in diverse andere Sachen. Hab mir dann zwei gebrauchte Motoren aus Hamburg geholt, beide mit einer gebrochenen Kurbelwelle, wovon ich einen wieder aufgebaut habe mit einer Kurbelwelle, neu, original verpackt Land Rover, zusammen mit einem Umbausatz auf die große Schnauze vorne, also auf das große Zahnrad. Denn auch da fällt mir gerade ein, gab es ein Problem, dass ich die Schraube des Zahnriemens unten, die Zentralschraube, gelöst hat und rund gedreht ist. Also wie gesagt, der Motor ist ein Haufen Scheiße. Ja, den Motor dann aufgebaut, den einen, den anderen für den Preis verkauft, wofür ich die beiden Motoren gekauft habe, eingebaut. Ja, und seitdem läuft das Ding. Also nach diversen Anlaufschwierigkeiten und lustigen Problemchen läuft der Wagen auch relativ zuverlässig. Das Getriebe ist natürlich verschlissen. Das wird jetzt also demnächst gemacht, zusammen mit einem neuen Wander und einer Komplettrevision sowie Abdichtung und Austausch diverser Teile am Verteilgetriebe. Ansonsten hat mich das Ding das gute 20.000 Kilometer wunderbar durch den Alltag im Winter bewegt. Und wir hatten einen echt starken Winter dieses Jahr. Das war echt geil. War super. War richtig gut. Ja. Das soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht's gut, kauft euch so ein Auto nicht, wenn ihr nicht schrauben könnt und die Portokasse zu klein ist. Und wenn doch, dann ich habe euch gewarnt. Ne? Frei nach dem Motto, liebe Kinder, fragt eure Eltern, ob ihr sowas dürft. Und liebe Eltern, wenn eure Kinder euch fragen, ob die sowas kaufen dürfen, verprügelt sie am besten. Bis dahin, macht's gut, bis bald, tschüss.